Denken und denken lassen anstatt festgelegter Überzeugungen. Was wirklich zählt? Ja, was zählt wirklich im Leben? Ich meine, im Leben von einem Methodist. Vor ein paar hundert Jahren haben das Kollegen von John Wesley, der Gründer der EMK, auch gefragt. Und vor ein paar Wochen, als ich joggen mit einem Kollegen, hat er mich auch gefragt, du, was glaubt ihr eigentlich? Der John Wesley hat gesagt, also gut, ich schreibe mal ein paar Kennzeichen auf, was eigentlich wirklich zählt im Leben von einem Methodist. Und der erste Punkt ist eben denken und denken lassen, anstatt festgelegte Überzeugungen. Was heisst das jetzt? In der Schweiz gibt es verschiedene politische Parteien. Eine ganze linke SP und eine ganze rechte SVP. Und in beiden Parteien hat es Nationalräte, die die EMK als ihre geistliche Heimat betiteln. Tja, du kannst verschiedene Ansichten haben, kannst verschiedene Sichten haben auf Themen. Es gibt nicht die richtige Ansicht als Methodist. Aber gibt es denn etwas, wenn man sagt, denken und denken lassen, statt festgelegte Überzeugungen? Der John Wesley hat drei Punkte genannt. Er hat gesagt, der erste Punkt ist, wir glauben daran, dass die Bibel das Wort von Gott ist. Ich höre, vernehme seine Stimme, wenn ich durch die Bibel lese oder eine Predigt höre über einen Vers von der Bibel. Zweitens, wir glauben daran, dass die Bibel völlig auslenkt. Wir brauchen nicht noch ein zusätzliches Glaubensbuch, damit wir den Ja richtig leben. Die Bibel lenkt. Und drittens, wir glauben daran, dass Jesus Christus der Sohn von Gott ist. Er ist der einzige wahrhaftige und ewige Gott. Und bei allem anderen, denken und denken lassen.